Was geht? Like das Video und abonniert den Kanal, okay? Ganze Zeit ans Bumsen denken und bin dauerhorny. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und wunderschöne Video. Ich wurde mal wieder komplett verarscht. Man, jedes Mal, wenn ich zur Uni fahre, ich fahre extra durch die Stadt, weil ich ganz genau weiß, wir haben so Schnellstraße und mit Schnellstraße bist du in 5 Minuten früher da. Aber nicht bei uns, weil jedes Mal, wenn ich diese Schnellstraße benutze, Baustelle. Baustelle, Digga, Baustelle. Und in letzter Zeit wirklich nehme ich diese Schnellstraße nicht, weil jedes Mal morgen früh Baustelle ist. Bis auf den einen Tag, Mann. Ich hatte wichtigen Termin in der Uni, ich musste einmal rechtzeitig sein, ja. Ein einziges Mal im Leben musste ich wirklich rechtzeitig sein. Ich bin extra 10 Minuten früher losgefahren und ich dachte, okay, ich nehme die Schnellstraße. Bro, ich bin 10 Minuten zu spät gekommen. Dreimal könnt ihr raten, was war. Baustelle. Naja, herzliches Willkommen to the best TikToks. Accidentally, Bro, ich kann kein Englisch, Mann. Auf jeden Fall, ich habe aus Versehen Hose bestellt, die viel zu big sind. Viel zu groß. Digga, das Ding ist auch, Hosen zu bestellen ist ungelogen, wie im Lotto zu gewinnen. Jedes Mal dasselbe, Mann. Du bestellst Hosen, entweder die sind viel zu klein oder die sind viel zu groß. Noch nie eine Hose bestellt, die passend passt. Ja, und die Hose kostet 500 Euro warm in München. Nee, mal abgesehen davon, dass Kegel auch meine absolute Lieblingsmarke ist, man, Schuhe von Kegel, die sind wirklich gemütlich, die sind bequem und wirklich sportlich. Wäre das, was er bei uns macht, Alter, keine Ahnung, Mann. Sexuelle Belästigung, Diebstahl des Fußes, Sachbeschädigung und Hausfriedens. Guck mal, hier lädt jemand so ein Video hoch. Ja, Walker, Mann, der arbeitet schnell, schnell mit einer Münze. Der Manager arbeitet schnell, schnell mit zwei Münzen. Der Boss arbeitet schnell, schnell mit 10 Münzen, Mann. Und der Owner, der arbeitet halt gar nicht, Mann. Und dann gucke ich in die Kommentare. Willkommen im Kapitalismus, liebe Freunde. Bro, du weißt schon, Alter, wenn der Owner das Ganze nicht geowned hätte und das Ganze nicht erbaut hätte, dann hätten die unteren Leute, Boss, Manager und Walker, erst gar nicht am Rad drehen können, weil die gar nicht walken hätte können. Aber die Jungs, Alter, Kapitalismus, ich habe keine Ahnung, ey, bevor ich irgendwas Falsches sage. Ich weiß nicht mehr, was Kapitalismus bedeutet. Würdet ihr zur Schule gehen, wenn euer dritter Ed euer Lehrer wäre? Freiwillig länger bleiben. Oder ich sag dir ehrlich, Mann, wenn ich Lehrer wäre, ihr werdet alle dumm. Dann auf einmal ist so Elternsprechtag, Mutter kommt so und fragt dann so, warum hat mein Sohn eigentlich in dieser Klassenarbeit eine 3? Da war doch alles richtig. Bro, keine Ahnung, frag deinen Sohn, Mann, der soll halt mehr lernen oder so. Bester Lehrer. Check your kids' toys now. Boah, Digga, was? Digga! Und ich hab da jedes Mal als kleines Kind draus getrunken. Ja, okay, deswegen bin ich vielleicht so komisch, Mann. Boah, es ist widerlich. Ich will gar nicht wissen, was da für Bakterien, Viren und Lebewesen drin sind. Okay, ich zeige euch mal wirklich, wie man als Junge duscht. Weil die meisten von euch stinken einfach. Stimmt gar nicht. Jungs, bitte benutzt nicht diese fucking 5-in-1 Shampoos, was für deinen Körper, deine Haare, Motoröl... Für Haare, für Motoröl. Nee, Bro, also ich benutze nur das, womit man auch meine Kamera putzen kann, falls sie dreckig ist. Nee, man, no joke, ich benutze nicht mal ein Shampoo, was so 5:1 hat. Ich benutze eins, das ist eigentlich nur für die Haare, damit die so anti-schuppen und so. Und damit wasche ich halt auch einfach alles. Und es liegt nicht daran, dass ich kein Geld habe oder so, um mir anderes Shampoo zu kaufen oder... Oh, das steht bei mir sogar im Schrank. Ich bin einfach nur zu faul, das rauszuholen aus dem Schrank. Hallo, heute reagieren wir auf meine DMs. Ja, keine Schau, ja, Leute, ich mache niemals. So, jetzt reagieren wir auf meine DMs. Jedes Mal dasselbe, Digga. Was ist das? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, Mann. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. So viele Weiber in den DMs. Bruder, vertrau mir, sie ist die richtige. Bro, aber bei mir, die DMs sehen so aus, Mann. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Nicht mal Bots schreiben mir. Ach so, ja, Mann, den Stift hat sie auf jeden Fall gar nicht gemerkt, Mann, aber dann kommst du mit einem Stück Papierchen und sie direkt... Nee, Mann, Alter, ich auch jedes Mal so hier. Ja.
Snapchat ist eine App, die ganz zusammenwerfbar. Mach mal so unpackiert, mach mal so Naja. Das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch... Blять, was ist das, Alter? Nein! Blять, was ist das, Digga?